Ich glaube, damit das Video nicht im Hochkantmodus hochgeladen wird, muss man es im Querformat starten. So, jetzt noch mal kleine Anmerkung zu diesem Produkt hier mit der Belüftungsbohrung. Ich ersehe eine kleine Gefahr darin, dass die Belüftung kann stattfinden hier, ne, hier über den Schraubenkopf, aber der kann auch ganz dicht sein, der kann auch luftdicht sein, ne. Und hier ist ja hier, das geht dann darüber und hier über diesen Schlitz. Und diesen Schlitz, ich habe das eben schon mal zur Probe angezogen, es besteht darin die Gefahr, dass diese Dichtung, die vielleicht ein bisschen breiter ist als gedacht, eigentlich von der Auflagefläche, ja, ne, also man würde fast sagen, die Dichtung ist ein bisschen gequollen. Also sie sollte hier gar nicht überstehen. Und wenn sie übersteht, kann es passieren, dass wenn ich das anziehe, dass wenn das keine Luft zulässt, dass die Dichtung, diese Dichtung, dieses hier verschließt. Und dann kann es auch zu den Symptomen kommen, die der Roller ja auch hatte. So, und jetzt machen wir Folgendes. Nehmen wir unseren Handyhalter. Gucken, dass wir das auch alles schön verfilmen. Die wichtige Information. Hier mal ein Gewicht draufschmeißen. Das können wir mal eben hier. Nein, das möchte ich staubfrei halten. Ich hatte erst eine andere Idee, aber naja. So. Es muss jetzt so gehen. Es muss so gehen. Ich werde mir das andere Ding hier so. So, erstmal. Genau wie beim Handy-Display, wenn man das verklebt und von oben der Staub runterkommt, auf den Kopf stellen. Der Staub kommt von oben in der Regel. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das Ding hat ja hier seine Andruckfläche hier, also das ist ja nur Führung, würde ich mal vermuten. Ich weiß es nicht, ob das, also es wäre jetzt nicht wichtig, wenn ich das quasi mit wegschneide, aber ich möchte das nicht. Ich möchte erstmal nur hier so eine Ecke wegschneiden. So, und hier eine Ecke wegschneiden. Operation gelungen. Kommt das wieder hier drauf? So. Kommt das Ding da wieder drauf? So, jetzt sind wir, das Video ist ja nicht so lang, dann können wir ja eben mal. Ja, jetzt kommt wieder das Problem, den nicht fachgerechten Schraubendreher. Aber so ein kleiner Schraubendreher ist fast wie so ein kleiner Drehmomentschlüssel. So, jetzt drehe ich das mal an. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht vorher das zeigen, dass hier die Dichtung aus dem kleinen Loch, die Dichtung rausgequollen ist und das Ganze final drehe ich die mit einem anderen Schraubendreher an. Nimm die doch. Video ist noch nicht lang genug. 5 Minuten muss man schon gucken, ob eine Schraube reingedreht wird. Ich weiß nur, gestern hat einer noch gut gepasst. Der hat gepasst. So, jetzt habe ich auch einen Anschlag. Jetzt habe ich den Anschlag.
kann pusten. Ich meinte, eben könnte ich nicht pusten. Überzeugt mich nicht. Der Bremsenreiniger. Überzeugt mich noch nicht. Das funktioniert wohl, aber nicht wie lange. So, fertig aus, Bums, fertig aus. Ja, das muss reichen, Junge. Das reicht. Von der Logik reicht das.